So ihr Lieben, ich bin auf dem Weg. Und wohin wohl? Natürlich Eis holen. Ihr werdet gleich sehen, wohin. Es regnet leider, deswegen mit Regenschirm. Und ja, oder ist übrigens mein Schatten. Hallo. Okay, ich zeig's euch. Das wird's werden. Zwar von Freddy Fresh, das Häagen-Dazs Peanut Butter Crunch. Und es klingt so verdammt gut. Ich bin richtig gespannt. Also, mal gucken. Ich hoffe, ich bekomme es. Ich hoffe es wirklich. Hallo, ich wollte fragen, ob Sie das Häagen-Dazs Peanut Butter Crunch schon haben. Okay, ihr Lieben, ich hab's bekommen. Das Häagen-Dazs Peanut Butter Crunch. 5,99 € gekostet, was total okay ist für einen Pizzaservice, finde ich. Und die Dame hat es erstmal eine Weile nicht gefunden, dann aber doch noch. Also, puh, alles gut. Ich habe schon gedacht, oh nein, aber sie haben es jetzt noch gefunden. Ich habe mir den Becher gerade schon ein bisschen angeschaut und ich kann euch sagen, das Ding hat es in sich. Es hat es in sich von der Energie her, aber auch einfach von Erdnuss. Und also der Name, es wird seinem Namen gerecht, sagen wir mal so. Ich weiß noch gar nicht, wo ich mit anfangen soll. Vielleicht mal mit den Zutaten. Upsie, nämlich... Es ist richtig erdnussig, weil es ist Erdnussbutter-Eiscreme, durchzogen mit Erdnussbuttersoße, also nicht Erdnusssoße, sondern Erdnussbuttersoße und karamellisierten Erdnussstückchen 7%. Leider steht nicht drauf, wie viel Erdnussbuttersoße, aber es steht drauf, dass insgesamt 18% Erdnussbutter drin sind. Deswegen ist es in der Eiscreme natürlich noch was drin, also wahrscheinlich ein bisschen weniger Erdnussbuttersoße, beziehungsweise vielleicht auch genauso viel oder mehr, weil da ist ja auch vielleicht noch ein bisschen was anderes als Erdnussbutter in der Soße drin. Ansonsten, die anderen Zutaten könnt ihr sehen und jetzt möchte ich euch eigentlich zeigen, was mich gerade nicht so happy gemacht hat, nämlich 400 Gramm bzw. nur 460 Milliliter. Das ist weniger als ein Pint und das ist richtig wenig. Ich meine, ihr seht jetzt die Nährwerte. 343 Kalorien auf 100 Gramm, 24,4 Gramm Fett, 21,7 Gramm Kohlenhydrate und ganze 8,4 Gramm Eiweiß. Fett als Kohlenhydrate drin. Ich habe noch nie ein Eis gehabt, wo das so war. Ihr könnt gerne kommentieren, falls ihr das schon mal irgendwo gesehen habt. Kann natürlich sein, dass deswegen einfach weniger im ganzen Becher drin ist, damit man für so Freaks wie wir, die so ganze Becher weghauen, dass man nicht danach gleich umkippt, so ungefähr. Aber ich weiß nicht, man hat es ja jetzt bei den Ben & Jerry's Topped schon beobachten können, dass da die Milliliteranzahl bei 470 ist. Ich hoffe, dass das jetzt nur hier wegen den hohen Nährwerten und bei Ben & Jerry's wegen der Topdecke ist und das jetzt nicht demnächst bei allen Eiscremes so ist. Das würde mich nicht so glücklich machen. Wenn ihr da genaueres zu wisst, ich weiß, es sind ja einige, die sich sehr gut auch auskennen, kommentiert das bitte mal darunter. Ich bin sehr gespannt. Bei Freddy Fresh habe ich es übrigens gefunden, aber ich habe es euch ja auch gerade schon gezeigt. Also ganz typisch, wie immer, hier oben der Deckel. Eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte es ganz kurz wiegen. So 11,8, 12 Gramm. Beziehungsweise sagen wir mal 12 mit dem Deckelchen. Mal gucken, wie viel das dann jetzt abzüglich dessen ist. Unter 400 Gramm drin. Sogar weniger drin, als draufsteht. Mensch, Häagen-Dazs, was ist denn da los? Ich mir das jetzt ein, weil weniger draufsteht auch. Oder ist der Becher nicht nur kleiner, sondern auch minimal nicht ganz so voll wie sonst? Bitte eure Meinung. Es sieht relativ unspektakulär aus gerade irgendwie, oder? Ich sehe noch keine Stückchen. Vielleicht ist das ein Anflug von Dunkel und Stückchen drunter. Hier sieht man auf jeden Fall Soße. Noch kurz antauen lassen. Okay, also jetzt werde ich es probieren. Ich habe es im Kühlschrank noch ein bisschen antauen lassen. Natürlich erstmal wieder nur die Erdnussbutter-Eiscreme. Da kommt noch nicht so viel. Okay, ja, sie schmeckt schon sehr nach Erdnussbutter. Süß, nicht zu süß. Doch, ist ganz lecker. Gerade noch mehr erwartet, aber nein, schmeckt schon wirklich bombastisch nach Erdnussbutter. Und ich hatte auch noch nie Erdnussbutter von Häagen-Dazs. Gibt es ja auch so bisher noch nicht hier. Gab es das mal? Aber doch. Man kann schon definitiv die Erdnuss rausschmecken. Also man sollte Erdnuss mögen. Ich mag es gerade sehr gerne. Okay, ich habe euch noch mal ein bisschen näher rangeholt. Ich wollte jetzt nämlich mal gucken. Ich werde es mal einfach, wo ich wollte, das von der Erdnussbuttersoße vielleicht erstmal probieren. Wie ist es immer noch so hart? Schon so lange draußen.
Okay, es ist keine Erdnussbutter, es ist wirklich einfach nur pure Erdnussbutter. Seht ihr das? Krass! Ja, das ist richtig hart. Crazy. Ich probiere. Okay, also ich muss zugeben, ich esse nicht so viel Erdnussbutter. Deswegen kann ich gerade nicht genau sagen, ob es wirklich einfach nur pure Erdnussbutter ist. Aber meiner Meinung nach ist es echt nicht sonderlich süß, dieser Erdnussbutterstrudel. Und das ist, glaube ich, einfach nur Erdnussbutter. Crazy. Okay, jetzt schaue ich mal nach den Stückchen. Da ist, glaube ich, eins drinnen. Da, seht ihr das? Dieses große hier? Es scheint irgendwie auch so eine Schicht drumherum zu haben. Hier kommt noch eins. Okay, also das hier ist so ein Erdnussstückchen. Und ihr seht, da ist... Es ist nicht... Also für mich ist das nicht richtig karamellisiert, weil das ist nicht karamellisiert, es ist einfach gezuckert. Es ist total hell noch und weiß, der Zucker. Karamell ist ja eigentlich, ja, gebrannter Zucker. Sieht sehr lustig aus. Ich werde es jetzt mal probieren. Oh Mann, Tatsache. Es ist einfach nur eine Erdnuss mit einer Zuckerschicht drumherum. Leider nicht karamellisiert. Was ist denn da schiefgelaufen oder soll das so? Warum steht denn da karamellisiert drauf? Habe ich gerade Interpretationsprobleme oder? Ich meine, schmeckt. Ist halt eine Erdnuss mit Zuckercoating. Also ich habe irgendwie so gebrannte Mandelmäßig erwartet eigentlich. Was ist da los? Krass. Also ja, schmeckt gut. Ich esse jetzt mal weiter. Ist immer noch echt hart. Also am Rand haut es schon gut an. Oh ja, das sieht aber jetzt gerade schön aus, oder? Krass, also ihr seht, hier ist richtig ein Peanut Butter Strudel. Ich freue mich aufs Eis und esse weiter. Also das Eis ist einfach krass. Ich glaube, ich habe das bei Atta Peanut Butter Klatte damals schon gesagt, dass ich noch nie ein Eis hatte, was so krass erdnussig schmeckt. Aber das sage ich hier jetzt wieder. Also vielleicht auf der gleichen Stufe wie Atta Peanut Butter Klatte. Ihr seht es, also es ist halt diese pure Erdnussbutter, ist einfach überall mit reingestrudelt. Dann haben wir Erdnussbutter-Eiscreme und diese, naja, eher nicht so geilen, komischen Erdnussbutter, karamellisierten Erdnussstückchen. Es läuft. Ja. Aber also, alle Erdnussfans, rennt los, kauft euch dieses Eis, wenn ihr es irgendwo findet. Es ist ein Must-Have für euch. Also wirklich, es ist richtig heftig. Ich meine, schaut euch das mal an, das ist wirklich Erdnussbutter-Eis-Porn. Krass. Okay, also jetzt sind hier einfach überall welche von diesen Erdnussstückchen. Ihr seht sie, von diesen lustigen. Ich finde sie mittlerweile ganz lecker. Sie sind halt gar nicht so süß wie erwartet. Irgendwie, ja, da ist eine Zuckerschicht, aber die fällt irgendwie kaum auf. Und dann ist es halt einfach nur eine Erdnuss. Aber ganze Erdnüsse und echt viele. Und ja, dieser Soßenstrudel ist halt auch so richtig wie in Schichten eigentlich da drin. Also wow. Das ist eine Erdnuss-Eiscreme. Boah, ey. Okay, also gerade werden es etwas weniger Stückchen und etwas weniger Soße als oben. Aber immer noch sehr lecker. Und gerade gar nicht so schlimm, dass nicht mehr so viel Erdnussbuttersoße drin ist, weil die haut halt echt voll rein. Da ist das Eis fast schon so eine schöne Erfrischung zwischendurch, obwohl das eigentlich auch schon so heavy ist. Es ist mega lecker. Aber ich glaube, ich kann sowas nicht so oft essen. Ich mag ja Erdnuss, aber in den Mengen ist es schon krass, aber lecker. Boah, Leute, krass, der Becher ist fast schon alle. Ich kann es überhaupt nicht glauben, aber ich bin auch schon relativ satt. Ich mag Erdnuss jetzt doch, glaube ich, noch ein Deut mehr als vorher, aber es macht schon echt extrem satt. Also, ihr müsst wirklich so einen Becher locker weghauen können. Generell meine ich so Eisbecher. Dann schafft ihr das auch, aber sonst nehmt euch eine kleine Portion. So ein 2 Kugeln oder so, das reicht auch vollkommen. Weil das ist schon echt reichhaltig. Ihr seht, es taut auch so ein bisschen ungleichmäßig an, aber wenn es nur noch so ein bisschen ist, mag ich das immer, wenn das so ungleichmäßig angetaut ist. Deswegen